Herzlich willkommen zu diesem neuen Part von Let's Play Super Mario 3D Land. So, dass wir da am Start sind. Heute geht's weiter mit Welt Level 5, Level 4 in der Welt 5, weil Level 3 haben wir definitiv nicht genügend von den Münzen. Da werden wir next auch nochmal definitiv auf Nachholjagd gehen. Aber oh mein Gott, schauen wir auch erstmal, was es hier gibt. Das ist ja. Ging ja auch nicht mehr, wo ist das Item? Ich dachte, das Ding ist weg. Wo kommt der? Ja, nee, ist klar. Ey, was ist denn das für eine Farce hier? Wo kommt dieses Scheißding her? Das hat mich doch gerade getötet. Ey, sowas ist scheiße. Super, super Start zu meinem Bart hier, ey. Oh mein Gott, das Level ist ja kurios hier. Wenigstens habe ich davon mal abbekommen. Gott, muss ich auch erstmal wieder raus hier. Ah ja, per Wandsprung. Nein. Hier gibt es bestimmt irgendeine Starcoin oder sowas. Nee, die wäre da oben gewesen. Aber die will ich jetzt definitiv haben. Ich bin das hochgesprungen, aber Kopf hoch. Wo waren die scheiß Starcoin? Oder war die. Ah, hier ist die. Okay, so kommen wir auch zum Ziel. So, oh, das war die zweite, ich habe tatsächlich eine verpasst, das ist nicht so gut. Stopp, geht's hier weiter, also let's go. Wir waren allen vorbeigesprungen, was da irgendwo in der Nähe war. Oh nein. Ui, da ist auch mal ein interessantes Wasser. Oh nein. Natürlich spawnt er aus dem Nix da an diese behinderten Ding. Ist ja normal. Oh Gott. So. Ja, was ich ein bisschen darüber reden möchte, vor allem in diesem Part darüber reden möchte, ist das Wort Uploadplan. Ihr seht das bestimmt. Es kommen zwischen so viel regelmäßiger Videos. Da nehme ich mir zumindest vor. 3 Videos in einem Livestream am Tag und am Wochenende halt 2 Livestreams. Nehme ich mir vor, inwiefern das jetzt realisierbar ist, also wirklich realisierbar ist. Ey, was konnte ich in dem Moment denn tun? Ist doch einfach nur ein Witz. Also diese aus dem Nix kommenden Dinger, die machen mir Angst. Also ich probiere es ja wieder deutlich mehr. Boy. Und wir erst wieder deutlich mehr Videos zu produzieren. Ist auch gut so. Ich bin noch an Typen dran vorbei, ohne ihn zu treffen. Also halt doch dein Maul. Alter, ich hasse es, diese scheiß Maulwürfe, die aus dem Kosse, wo aus dem Nix da rausgespawnt kommen. Ist doch einfach nur die größte Farce der Welt. Aber was ist für diese Drecksfieser hierher kommen? Sollen sie wieder verbuddeln dort, wo die hingehören? Jetzt mal No-Soak. Natürlich trifft mich dieser scheiß Solige da. Was auch sonst? Ja, ist klar. Und jetzt kommt der da auch noch her. Ich bekomme die große Kotze hier. Diese scheiß Maulwürfe. Das würde ich da etwas ausrasten. Aber das ist doch. Das ist doch nicht mehr schön. So, jetzt bin ich hier gerade wie aller Noob, aber das ist mir auch Rest, so ganz ehrlich.
Weil es regt einfach nur auf. So. Hier Scheiße hier. Die tausend der Dinger, die hier spawnen, dass ich es nicht mehr schön. Muss man ja auch erstmal überall so Rest finden, ey. So. Ich will hier einen scheiß Wandsprung machen. Wird doch unmöglich sein, danke. So. Was mal hier? In den Hörer rein, die Frage ist, wer ist es richtig? Oh, die war sogar richtig, ist ja lol. Vor allem, bis einfach die anderen hingegangen wären. Man weiß es nicht. Yeah, und die Fahne haben wir auch richtig schön oben getroffen. Aber die wirklich das erste Level, das ging hier überhaupt gar nicht. Das ist ja. Nee, also die Maulwürfe gehen gar nicht. Eine richtige Plage sind die, I can tell you. Ei, ei, ei. Sollen wir noch erstmal ins Tothaus rein und lassen uns so ein Item geben? Was haben wir jetzt auch hier? Regles verdient. Das Gesäck Nummer 1 von mir. Ja, dann danke mir für. Ui, gleich zwei tolle Geschenke. Sehr nett von dir. Nehmen wir noch gerne an. Wenn kurioserweise einfach jetzt nur eins gespeichert wurde. Keine Ahnung, weil. Aber lol, ich glaube, die Feuerblumen werden wir jetzt im nächsten Level hier gegen die Riesengumpas, nachdem es da leider aussieht hier, oh mein Gott. Wohl tatsächlich wirklich brauche, ne? Kritis. Alles Kritis. Ja, Moni bekommt aber einfach auch mit zwei Feuerdingern down. Ist ja easy cool. Also, das läuft. Ah ja, mit dem kann man fliegen. Also, in dem Spiel passt einfach erst alles so hart. Sei es die Musik oder whatever. Natürlich verliere ich wegen dieser Tricks. Sei es jetzt das Item. Hoffentlich gibt es hier ein neues. Ja, wunderbar. Willkommen. Das ist gar nicht so leicht hier. Und wieso so fliegen, dass man auf irgendwas landet? Dem es sich lohnt drauf zu landen, aber ich glaube, ist definitiv so. Komm, nein! Jetzt sind wir noch am Arsch, ne? So lange, bis ich tot bin. Hätte es 1 Millimeter gefehlt, dann wäre es auf das Heißblumen drauf gewesen, ne? Das ist richtige Phase hier. Aber das Level ist trotzdem cool. Das ist ein cooles Level und eigentlich immer aufpasst, auch einfaches Level. Ja, das ist zumindest mal, aber muss man halt aufpassen, was man macht und sich nicht, oder man sollte sich nicht irgendwie hier ungünstig verfliegen.
Und genau hier sollte man auch landen. Dann hoffen, dass man irgendwie auf die zweite kommt, um dann zu merken, dass man es nicht tut. I have no idea how to do this well. Ich muss noch auf die andere, oder? Ich meine, die gibt es sonst nichts in der Nähe. Ah, jetzt hat. Gut. Komm hier auf die Plattform. Merci beaucoup. So, irgendwas wird uns hier da gezeigt. Da ist der Hinterflag. Oh Gott, da unten ist einfach mal das Ziel. Gut zu wissen, da müssen wir irgendwie dann hinkommen. Wird bestimmt lustig. Nein! Nein! Wie dumm. Komm, ich will in diesem Level hier kein Game Over haben. Das soll erst später kommen. Also im Castle Level dann. Frühestens. Das ist gar nicht so leicht. Wirklich auf den Dingern zu landen. Wenn man so macht wie hier, dann geht das schon. Wunderbar. Und ich bin gespannt, was hier drin ist. Aber dieses Item braucht man ja offensichtlich hier. Oh, stopp. Einsammeln. Mann, ich will dieses Item hier auslösen. Ja, yeah, wir haben one abbekommen. Das ist sehr gut. So. Jetzt ist nicht nur die Frage. Wie geht's hier weiter? Müssen wir irgendwie auf die scheiß Plattform kommen? Das war ein Satz mit X nochmal. Gar nicht so einfach. Irgendwie dahin zu kommen. Ach du Heilige. Komm. Jetzt hat. Ja, moin. Gott, ihr merkt, wo sie fahren wird, haben sie einfach das Item war weg. Also, dieses Rumgepflege hier, das braucht Augenmaß. Und ich wundere mich selbst, dass ich das Lust hatte, wirklich so gut hinbekommen habe. Das ist krass. Das ist selbst einfach nie gedacht. So. Es ist schade, dass ich das Flieger-Item mir nicht behalten habe. Das hätte mir nämlich jetzt. Ui, hier braucht man eh 50. 50 Starcoins, okay. Jetzt sehe ich schon, ich habe 28, das wird lustig. Wisst was, Leute, machen wir es einfach so. Wir gehen auf Starcoin-Suche morgen. Und zwar im Stream. Das ist an sich, oder wir machen was. Morgen. Nee, Freitag, wir machen es so, Freitag. Macht das denn Sinn, was ich jetzt gerade sage? Ich weiß es nicht. Ist der Code durch? Ja, am Freitag. Am Freitag werden wir um 12 Uhr
den nächsten Part streamen von Super Mario 3D Land. Also ist dann quasi Part 11, glaube ich, dürfte es sein. Und in dem tun wir Coins sammeln. Einfach viele, viele Coins sammeln. Da streamen wir ein, zwei Stunden und sammeln einfach Coins ein, damit wir im LP weiterkommen. Dann der übernächste Part ist dann wieder ganz regulär. Das heißt, morgen, am Freitag, der Part wird ein Stream-Part sein, wo wir einfach nur Coins einsammeln, weil wir einige einsammeln müssen, wie wir sehen. Das ist der Plan. Also, Freitag, 12 Uhr, wird Super Mario 3D Land gestreamt, wo wir Coins sammeln. Und genau, würde mich freuen, wenn ihr da wieder am Start seid. Das war's soweit mit dem Part, liebe Leute. Macht's gut, bis dahin. Und ciao!